Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde von Musik und Poesie. Das Stück, das Sie gleich hören werden, ist in mehrererlei Hinsicht bemerkenswert. Nicht nur, dass wir in Zeiten von Pandemie fast ohne Publikum spielen und das Konzert dann später ins Internet stellen, sondern auch die Entstehungsgeschichte ist bemerkenswert. Vor einiger Zeit bereiste Ralf Werner, Komponist, Cellist und Kopf der Gruppe Kulturtechniker, auf den Spuren von Andy Warhol die Ostslowakei und kam auf seiner Reise auch nach Kosice, wo er auf einem Open-Air-Konzert eine Band kennenlernte. Poetic Electric heißt die Band, die, als er sie zum ersten Mal hörte, ihn sehr verwunderte, denn 1000 Kilometer von seinem Lebensmittelpunkt entfernt gab es eine Gruppe, die nach dem gleichen Prinzip arbeitete wie er schon seit über einem Vierteljahrhundert. Nämlich, sie hatten einen Dichter mit an Bord, der mit ihnen auf der Bühne stand und seine Gedichte zur Musik und in den Zwischenräumen und so weiter zu Gehör brachte. Ralf Werner kam mit der Gruppe ins Gespräch und der Plan war schnell gefasst, eine Zusammenarbeit irgendwie hinzukriegen. Dass dies alles viel organisatorische Vorbereitungen, vieler organisatorischer Vorbereitungen bedarf, ist klar. Aber es kam, und ich will die jetzt nicht im Einzelnen erwähnen, es kam zustande und die Kulturtechniker und ihr Dichter sind vor 2 Jahren in Košice gewesen und haben dort 3 Konzerte gegeben. Und es war ursprünglich geplant, dass die slowakische Gruppe hier nach Wuppertal und nach Dortmund kommt und dann mit uns zusammen das Konzert hier wiederholen könnte. Leider ist uns Corona dann dazwischen gekommen und so müssen wir uns jetzt so behelfen. Das Stück East-West-Lingo thematisiert einmal die Sprache generell, dann aber auch die unterschiedlichen Sprachen Slowakisch und Deutsch und eine Annäherung an der beiden Kulturkreise Westeuropa und Osteuropa. Wir haben heute ja leider die slowakischen Kollegen nicht dabei. Wir sind sehr traurig darüber und wünschen ihnen auf jeden Fall Gesundheit, ein gutes Leben und hoffen, dass wir irgendwann nochmal zusammen wieder gemeinsam etwas machen können. Das wird sich aber zeigen. Aus der Slowakei sind heute virtuell dabei der Dichter Dalimir Stano, Lubomir Kepic, der Keyboarder, Peter Beno am Bass und hier vor Ort haben wir Martin Hahnemann am Vokoda und der Rezitation. Wir haben Elke Bartholomäus Gesang, wir haben Hendrik Eichler an den Drums und der Chefkopf der Kulturtechniker und der Organisator und Komponist dieses Stückes, Ralf Werner. Mein Name ist Ralf Tenior. Ich wünsche Ihnen ein anregendes Hörerlebnis. Bleiben Sie gesund. Thank you.
Discovery Wodka. Sex is life. UK Sandring. Homeless people. Caress massage. We speak your body language. Miracle Cafe. Cafe. Heineken served extra cool. Video surveillance. Home phone phone. Together we can do more. Lost society. Public house. Rose apple shampoo, bell-shaped fruit for similar to the apple, though not as tart. You'll see it in green or pink. Please, please don't put anything, even your intimate women month secret, in the toilets. The hole is much smaller than the oxidant. Thank you. Pola gave me beauty and meaning to life. 4 minutes, 5 baht. 1 minute, 1 baht. I give you 50, you give me 100. 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 I give you 50. You give me 100! Thank you.
im Schatten schlafende Hunde wecken. Die Kirche mit dem Häkelhäubchen. Supermarket Rocco auf seine Rostlaube gesprüht. Hohe Zäune, Stacheldraht. Svoboda ili smrt. Sprachräume der Erinnerung, Sprachräume der Gegenwart, sie vermischen sich. Totes Hochhaus an der Hauptstraße. Zyklop mit 100 blinden Augen. W kijeniach sa prebudzają spiaci psi. Kostol zhaczkowany mikrobunkami. Supermarket Roko. Napis nasprejowany na jego hrdzawej arkadzie. Wysokie ploty. Ostatni dróg. Sloboda alebo smrť. Jazykové priestory pamäte. Jazykové priestory súčasnosti. Prelínajú sa. Mŕtve mrakodrapy na hlavnej ulici. Kyklop so stovkami slepých očí. Ich sitze an meinem Schreibtisch und schaue auf meine Straße in der Dämmerung. Fledermäuse fliegen im Zickzack wie wildgewordene Wörter durch die Häuserschlucht. Und jetzt, flitzt eine durch meinen Kopf. Wortstaub steigt auf. Sedím pri svojom stole a pozri na moju ulicu. V súmraku. Netopiere lietajú cik-cak ako blázni. Stali sa slovami na kamenných domoch. A teraz, ach, jeden sa preháňa mojou hlavou. Prašné slovo stúpa. Ako graffiti. Wie graffiti?
Ja, es gibt viele Sprayer in Dortmund. Ich liebe die wilden Bilder, die Sprüche und Wörter an den Wänden der Stadt. Die Mauern sprechen zu mir. Gibt es bei dir auch Graffiti? Ano, Dortmund je veľa sprayerov. Milujem divoké obrázky, výroky a slova na hradbách mesta. Steny hovoria so mnou. Sú v tvojom okolí graffiti? Samozrejme, že sú. Ide predovšetkým o adrenalínový šport. Ale je v tom i umenie. Tvorby znaku, značky, loga, ale aj literárne a výtvarné umenie, zvané mural. Mám kamarátov sprayerov. Natürlich gibt es sie. Es geht zuerst Adrenalinsport. Aber es gibt auch Kunst. Erstellung von Emblemen, Marke, Logo und so weiter. Literarische und bildende Kunst, genannt Wandbild. Ich habe Sprayer-Freunde. Schnelligkeit und wenn es glückt, ein Kunstwerk für kurze Zeit. Neulich hat jemand in Pink Bambi auf das Schlafzimmerfenster der Geliebten gesprüht. Nun taucht es an ferneren Wänden in Schwarz auf. Erzähl mir von deiner Straße. Odwaha, Elegancia, Rychlost. A Guspe je umelecké dielo na krátku dobu. Niekto nedávno v rúžovej Bambi na spálni. Okno milovaného, striekaného, teraz ponoreného na čiernych stenách a na vzdialenejších stenách. Povedz mi o svojej ulici. Mám dva domovy. Atény a Štokholm. Všade je to isté. Moja ulica je každá. Výkriky na stenách, čistota v duši. Svoje grafity nesie každý na svojom čele. Ale mural je mural. Ich habe zwei Häuser.
Athen und Stockholm. Es ist überall dasselbe. Meine Straße ist jeder. Schreie an den Wänden, Reinheit in der Seele. Er trägt seine Graffiti alle auf der Stirn. Aber Wandgemälde ist Wandgemälde. Ja, ein Wandgemälde ist ein Blickfang. So viele gehen daran morgens vorbei mit einem Kaffeebecher in der Hand oder fahren mit dem Auto, sehen aus der Windschutzscheibe eine Malerei aus Schrift und Silhouette. Ich freue mich daran, sehe, die vielen in der Masse haben Stimme. Všetko, čo ty, ale nevidím teba. Medzi nami je prašná stena. Slová sa zobrazujú na nej, ako teraz na plátne. Uvažuj. Ich sehe alles, was du tust. Aber ich sehe dich nicht. Es ist eine staubige Wand zwischen uns. Darauf erscheinen Worte, wie jetzt auf Leinwand. Denke, wer liest sie? Die Wörter, wie sie gesagt werden, zeigen etwas von der Welt und wie der Dichter sie versteht, sein Temperament. Auch wenn ich vor dir säße, könntest du mich nicht sehen. Da sitzt nur ein alter Mann. Erst, wenn er den Mund öffnet. Slova, ako povedala sú, ukazujú na niečo. A ako básnik chápe svoj temperament. Aj keď sedím pred vami, nemohli ste ma vidieť. Je tam len starý muž, až keď ho otvorí ústa. Thank you.
Takže ty hádeš kamene, slova, na stenu, prach medzi nami. Bojíš sa o seba, alebo o mňa. Nie je to len sklo? Zrkadlo, v ktorom sa vidíš. Keby si bola pre mňa, nerobila by si to. Also wirfst du Steinewörter auf den Mauerstaub zwischen uns. Bist du besorgt um dich oder um mich? Ist es nicht nur Glas, der Spiegel, in dem du siehst? Wenn du für mich wärst, du würdest es nicht tun. Warum Steine werfen, Staub aufwirbeln? Spiegelwände. Geh mir doch ein Stück zusammen ins Unbekannte. Trinken ein Bier oder zwei und erzählen uns unsere Geschichten. Prečo hádzať kamene? Rozmiešajte prach v zrkadlové steny. Poďme na prechádzku. Spolu. Do neznáma. Piť pivo, alebo dve, a povieme si naše príbehy.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum zweiten Teil von East-West Lingo und möchte an dieser Stelle gerne etwas nachreichen, noch was ich vorhin vergessen habe zu erwähnen. Musiker haben es ja leicht, sich zu verständigen. Die Töne sind international und A-Major und so weiter versteht fast jeder Musiker. Bei den Dichtern ist es natürlich schon schwieriger, weil die Sprache dazwischen ist. Und in diesem Falle war es so, dass Dalimir Stano, der slowakische Dichter, nur ganz, ganz wenig Deutsch spricht und ich so gut wie null Slowakisch. Und das hat natürlich erstmal ein bisschen Probleme gebracht, weil wir überlegen mussten, wie kriegen wir das überhaupt hin. Wir haben uns dann gegenseitig Mails geschrieben, diese Mails über Google Translate, also erstmal in die Muttersprache übersetzt, das dann noch ein bisschen gefeilt, notwendigerweise. Und jeder hat also praktisch dann in seiner Sprache die eigene Rede und die Rede des anderen. Und das ist jetzt auch so, wie Sie das hören. Dalimir Stano spricht einmal die Übersetzung und dann seine Antwort. Ich spreche dann meine Antwort, die Übersetzung seiner Antwort und dann wiederum meinen eigenen Text dazu. Das ist ein bisschen kompliziert. Im Original, in Košice, war das so, dass wir, da wir mit Publikum gespielt haben, das dann so machen konnten, dass man also die Übersetzung immer ins Publikum gelesen hat und den eigenen Text dann, indem man den seinem Gegenüber angesehen hat. Und das hat ganz gut funktioniert. Hier ist es jetzt nicht so, aber vielleicht hilft es ein bisschen zum Verständnis der des Textes, den Sie zu hören bekommen. Viel Vergnügen weiterhin. Vielen Dank. Plastic burger, special offer. Ego kit, £2.20. Children and dogs, welcome. Butter fingers. Fish fingers. Ching's Chinese laundry. Doner kebab. Crepe crab. Chicken peri peri. Pizza addict. Unhappily ever after. Splendid isolation 5pp. Back home international. 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 Thank you.
Market, Football, Neon Plasma, Eindur Hash Hash, Wedding Store, Park Hotel, Maidan. Vaseline, Nutella, Skinny, my name is Peter Kish, Saison Finale, Vision Optik, Havash, Powerbus, Ulusoi, Arakli, Tunnel, Allah. UFO Boutique, Duna Electronic, Buffet Photo Offset, Qualité, Vodafone Ekmek, BB, Black Sea Score, Police, Pasagi, Novi, Chico, and OK, Dr. Browns. Vodafone, Pantalon, Pilates Compact, WC Tourism, Medical Maximum, Achi, Open Auto Park, Scotch and Soda, Bomba Menu, Exotic Accessories.
budem ťa počúvať, trpezlivo a oddane. Zaplatím ti pivo i tri, len hovor! Stena je zrkadlová, len z jednej strany. Ich werde auf dich hören, geduldig und hingebungsvoll. Ich bezahle Bier auf drei, rede einfach. Die Wand ist verspiegelt, nur von einer Seite. Danke für das Bier. Es schmeckt gut. Die nächste Runde zahle ich. Aber ich verstehe dich nicht. Warum die Wand von einer Seite verspiegelt? Von welcher? Hältst du mich für eitel? Bist du ein Narziss oder ein Spanner? Verlieren wir uns im Dickicht, im Ich-Dickicht oder gehen wir in die Welt? Jo, danke za pivo. Chutí dobre. Zaplatím ďalšie kolo. Ale nerozumiem vám. Prečo ste na z jednej strany zrkadli? Z ktorej? Bereš ma márne? Si narcis alebo napínač? Stratíš sa v úštine ega. Alebo ideme do sveta? Nosím si svoj svet so sebou. Je pri mne, aj keď spím. Alebo pijem pivo. Poď sa túlať ním, to je Rím. Zobrazí sa ti na zrkadle, ako na plátne. Ich trage meine Welt in mir. Sie ist bei mir, während ich schlafe oder Bier trinke. Komm, lauf durch sie. Sie wird auf dem Spiegel angezeigt, wie auf einer Leinwand. Stane iným v tejto dobe bezmedzného kapitalizmu. Moja pozornosť sa vzťahuje na slovo o verejnom priestore. V ňom som čítal o stave veci. Alebo aspoň to vyskúšaj. Nepotrebujem, aby ľudia o mne vedeli. Z nápisov na stenách čítam len duše autorov. Chore. Milujem ich. To je ich kapitál. Hovoril som s jednou. Bolo to na nej badať. Nie je lepšie hovoriť priamo s nimi. Nie cez anonymitu nápisu. Si chorý aj ty.
Ich brauche es nicht, dass die Leute etwas über mich wissen. Ich lese in den Inschriften an den Wänden nur die Seelen der Autoren. Sick! Ich liebe sie. Das ist ihr Kapital. Ich habe mit einem gesprochen. Es war ihm anzusehen. Ist es nicht besser, direkt mit ihnen zu sprechen? Nicht nur durch Anonymitätsbeschriftung? Bist du auch krank? Bin auch krank. Mein Herz pumpte nicht mehr richtig. Große Operation vor 4 Jahren. 4 Bypässe. Nun geht es besser. Aber langsam. Langsam. Doch meine Seele ist traurig. Meine Tochter ist verwirrt, kann für mein Enkelkind nicht sorgen. Bin nur 4 Tage in der Woche am Schreibtisch. Am Wochenende bin ich Opa. Ich liebe mein Enkelkind. PS, ich stimme dir zu. Zusammensitzen und sprechen ist am besten. Wörter sind nur Schatten der Person. Są ciężkie. Moje serce już nie czerpa sprawnie. Wielka operacja przed 7 rokami. 4 bypassy. Teraz jest to lepsze. Ale pomali, pomali. Ale moja dusza jest smutna. Moja dcera jest pometena. Nie może się zastarać o swoje wnuczata. Są len 4 dni w tydzień przy stole. To jest weekend, co u dziedo. Miluję swoje wnuczata. Súhlasím s tebou. Najlepšie je sedieť a hovoriť. Slová sú iba tiene osoby. Moju dušu uzdravila jedna pani. Vyzná sa v odrábaní mŕtvych duší, ktoré sú v nás
alebo sa na tomto svete túlajú. Nevedia dôjsť do neba. Dnešný materializmus ľuďom nedovoluje venovať sa modlitbám. Sú to prosby k vyšším bytostiam. Všetci ich tušia, ale málo kto o nich niečo vie. Ich war auch krank, aber meine Seele wurde von einer Frau geheilt. Sie weiß, wie man tote Seelen wegnimmt, die in uns sind oder in dieser Welt. Sie können nicht in den Himmel kommen. Der heutige Materialismus erlaubt den Menschen nicht, sich dem Gebet zu widmen. Sie sind Bitten für höhere Wesen. Jeder kennt sie, aber nur wenige wissen etwas von ihnen. Ja, Frauen können Wunder wirken. Den tiefsten Schmerz können sie nicht aus der Seele reißen. Doch eine andere Seele will ich nicht. Sie ist meine Seele. Sie ist noch nicht tot. Eine andere habe ich nicht. Doch ich glaube an Liebe und Freundschaft, Verständnis und Mitgefühl, an Nachbarn und Freunde, an die ich denke, die an mich denken. Wünsche erfüllen sich. Ich glaube an eine freie Gesellschaft. Saison Finale, Vision, Optik,
Havash, Parabas, Ulusoy, Araki, Dunel, Allah. Ufo Boutique, Duna Electronic, Bitte Foto, Offset, Kalipte, Vodafone, Ekmek, Bebe, Black Sea, Spore, Polis, Pasaji, Ludi Chico, Nen OK, Dr. Brown. Pilates, Compact, WC, Tourism, Medical, Maximum, Agic, Open, Autopath, Scotch and Soda, Bomba, Menu, Exotic, Accessoires, Berber, Parfum, Déjà Vu, Internet, Biscuit, Cola, Vanda, Soda, Toast, Dream Door, Fakfige, Bier, Aluminium, Galerie, Textil, Garantie, Li, Technique, Service, Beton Halva, Nargile, Nescafe, Berber Salon, Mini, Sampion, Lapsanspor, Miss Poem, Professionell, Fotograf, Studioso, Body Shop, Nostalgie Hotel, Restaurant Shop, Kerber, Confession, Infection, Infection, Harmonie, Musique, Kursu, Bureau, Jet Lost, Cosmetic, Romantic, Sympathic, Engel Armut, Hypnos, Sabotage, Cosmetic, Romantic, Sympathic, Engel Armut, Hypnos, Sabotage, Cosmetic, Romantic, Sympathic, Engel Armut, Hypnos, Sabotage, Cosmetic, Romantic, Engel Armut, Engel Armut, Hypnos, Sabotage. Thank you.
alles ist zu schade. Alles ist zu schade. Alles ist neu. Baby.